Ich habe euch was mitgebracht. Da die Temperaturen da draußen sich an diesem Wochenende Richtung 35 Grad begeben sollen, zumindest bei uns hier in der Region, nämlich in Nordrhein-Westfalen, dachte ich mir, es wäre nochmal an der Zeit, euch die coolsten Games für diesen Sommer mitzubringen. Und das habe ich getan. Hier drin sind sie. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der wird sich vielleicht daran erinnern können, dass ich vor einigen Jahren schon mal so ein Video gemacht habe. Dieses Video werde ich euch hier oben und am Ende in der Endcard nochmal verlinken, denn dieses Video ist immer noch aktuell. Da sind immer noch Spiele drin, die tatsächlich den Sommer ein bisschen erfrischender oder vielleicht auch ein bisschen heißer machen, wenn er denn doch zu kühl ist. Und das könnt ihr euch gerne mal angucken. Wie gesagt, da sind auch tolle Spiele mit dabei. Heute habe ich allerdings in meiner Kühlbox hier 5 weitere Spiele eingepackt. Und über die möchte ich heute mal so ein kleines bisschen sprechen. Denn das könnten Spiele sein, die euch den Sommer oder das Sommerloch ein bisschen verschönern oder überbrücken lassen werden. Passte das jetzt, was ich gerade gesagt habe vom Satz her? Ich denke doch schon. Hey, ich sehe direkt hier, ich bin direkt am Schwitzen, hier ist der Wahnsinn. Das war natürlich damals in meinem alten Game Room unten im Keller in der alten Garage bedeutend angenehmer, als das jetzt hier oben der Fall ist. Da unten hatte ich immer schöne 22 Grad. Bevor wir anfangen, noch ein kleines bisschen Werbung mal wieder, ne? Und zwar, diese Spiele, die hier drin sind, die könnt ihr mit Sicherheit alle auch bei RetroPlays kaufen. RetroPlays, mein Partner, ihr kennt es bereits, unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Ich habe da jetzt in letzter Zeit mich auch selber mal rangesetzt und habe Spiele gekauft, habe ich schon lange, und auch mal verkauft, das hatte ich bisher noch nicht gemacht. Und das ist wirklich alles einwandfrei funktioniert, dass da immer nette Kontakte und sowas. Geht auf jeden Fall mal da gucken, wenn ihr Bock habt, eure Spiele zu verkaufen oder sowas, oder auch welche zu kaufen günstig, ne? Zum Beispiel die, über die wir hier heute sprechen. Deswegen geht da mal gucken, retroplays.com und in der Videobeschreibung mein Partnerlink, ihr kennt's. Das erste Spiel ist ein bisschen im Retro-Bereich anzusiedeln, es ist nämlich vom GameCube. Und welches Spiel auf dem GameCube passt denn besser in den Sommer als Super Mario Sunshine? Ich glaube, dieses Spiel habe ich schon immer mal wieder erwähnt in bestimmten Videos, aber ich glaube, beziehungsweise ich habe mich gewundert, als ich das letzte Video über die coolsten Games des Sommers, als ich das mal angeguckt habe, was ich da für Spiele reingepackt habe, war das nicht mit dabei. Und ich war ein bisschen verwundert, dass ich das damals nicht mit da reingepackt habe. Was muss ich zu Mario Sunshine noch sagen? Ich denke mal, das kennt wohl wirklich fast jeder. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nur diese Player's Choice Version habe. Aber das ist die, die ich damals tatsächlich selber auch gekauft habe. Ich war mit dem GameCube damals auch ein bisschen zu spät und musste mir dann diese Player's Choice Version kaufen. Macht aber nichts, das Spiel ist trotzdem das gleiche und es ist fantastisch. Wir spielen natürlich Mario, der Urlaub machen möchte, und zwar auf der Insel Isla Delfino. Dort angekommen ist aber da plötzlich alles komplett verschmutzt und verschmoddert und sowas. Und ja, Mario wird beschuldigt, das schuld zu sein. Und er soll die ganze Insel bitte schön wieder sauber machen. Das Ganze macht er mit dem Dreckweg 0817, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, damit begeben wir uns auf eine kleine Reise über diese Insel, in verschiedene Gebiete auf dieser Insel, ne, und müssen diese Insel wieder vom Dreck befreien. Was ziemlich coole Gameplay-Mechaniken dank dieses Dreckweg 0817 da bietet, weil den kann man auch halt als Jetpack benutzen oder um Gegner abzuschießen und halt Dreck einzusaugen. Und das ist wirklich ein cooles Ding und ein cooles Gimmick gewesen, worauf sie ja später auch dann bei Luigi's Mansion den Schreckweg 0816 oder sowas aufgebaut haben. Coole Idee und macht definitiv eine ganze Menge Spaß, dieses Ding. Und was halt wirklich schön an dieser ganzen Sache ist, dass wir halt immer wieder diese Hubwelt haben, eben diese Isla Delfino, die halt wirklich absolutes Sommerurlaubsfeeling vermittelt. Also wenn ihr dieses Jahr nicht in Urlaub fahrt, aus welchem Grund auch immer, dann guckt doch mal hier rein, denn da bekommt ihr wenigstens ein kleines bisschen Urlaubsfeeling übermittelt. Super Mario Sunshine für den GameCube auf jeden Fall ein Spiel, was man im Sommer immer mal wieder spielen kann. Natürlich auch im Winter, wenn es kalt ist und man möchte ein bisschen Urlaubsstimmung haben. Aber für den Sommer passt das Ding wirklich wie die Faust aufs Auge. Greifen wir mal wieder rein. Das nächste Spiel ist für die PlayStation 4 in diesem Fall. Das gibt es aber auch für die PlayStation 3 und es gibt auch einen Ableger mittlerweile für die PlayStation 5. Und zwar rede ich von der Uncharted Collection. Ne, wahlweise könnten wir jetzt auch noch das für die PlayStation 5 mit dazu nehmen, wo halt Uncharted 4 und Uncharted The Lost Legacy mit drin ist. Aber ich habe mich jetzt mal hierfür entschieden, für die klassische Trilogie, die damals auf der PlayStation 3 zum ersten Mal erschienen ist. Die gab es dann als Remastered-Version
für die PlayStation 4. Und das ist auf jeden Fall etwas, was meiner Meinung nach sehr gut in den Sommer passt, weil wir uns hier sehr häufig in Gebiete bewegen, die halt sehr tropisch sind, mit Wasser, mit Hülle, mit Pflanzen, mit Grün und sowas. Klar, es gibt auch Eiswelten und solche Sachen, da kann man sich dann wieder ein bisschen Abkühlung natürlich holen zwischendurch. Aber generell finde ich, passen diese Spiele sehr gut in den Sommer, weil es halt einfach großes Popcorn-Kino auch ist und das irgendwie so ein gewisses, für mich vermitteln dieses Spiel einfach so ein bisschen Sommerfeeling. Ne? Wie gesagt, wir reisen quer durch die Weltgeschichte, fliegen irgendwo hin, fahren mit irgendwelchen Booten, tauchen im Wasser und ja, ein cooles Ding auf jeden Fall, eine coole Mischung. Ich denke mal, Uncharted kennt doch mittlerweile nur wirklich fast jeder und trotzdem denke ich mir, so für den Sommer ist das auf jeden Fall ein cooles Ding, vor allen Dingen, weil die Spiele auch alle gar nicht so mega lang sind. Das heißt, man kann schön mal zumindest Teil 1, der geht, glaube ich, nur so 6-7 Stunden. Danach wird es ein bisschen länger, aber nichtsdestotrotz sind es alles Spiele, die man wirklich mal cool so ja durchziehen kann. Ne? Wenn man gerade Ferien hat, ne, für die jüngeren Zuschauer oder was weiß ich, man hat Urlaub und weiß halt, wie gesagt, nichts mit sich anzufangen, dann kann man auf jeden Fall mal sich auf eine Reise begeben, à la Indiana Jones, ne, für der die Spiele immer noch nicht kennen sollte. Das ist natürlich ein bisschen so wie Indiana Jones oder Tomb Raider, daran angelehnt. Und ja, Nathan Drake ist einfach ein super cooler Charakter. An seiner Seite Sully, der ihn immer begleitet, der halt auch immer einen coolen Spruch auf Lager hat und sowas. Sind einfach tolle Dinge und sollte auf jeden Fall in keiner Sammlung fehlen, denke ich mir mal. Und man sollte sie auf jeden Fall auch mal gespielt haben. Ja, immer so ein bisschen Rätselpassagen zwischendurch, ein paar Shooter-Passagen, so Third-Person-Deckungsshooter-mäßig. Da wieder ein bisschen rätseln, ein bisschen klettern, Zwischensequenzen und sowas. Auf jeden Fall mega gut, aber was erkläre ich euch das? Ihr kennt es wahrscheinlich sowieso alle, ne? Ich greife dann nochmal eben hier in die Kühlbox-Trickkiste. Und ziehe ein Spiel heraus, was uns dann, wenn wir in einem Dschungel vorher waren, wo sehr hohe Luftfeuchtigkeit ist, wo es sehr, sehr warm war, oder in einem Game Room wie in meinem hier, wo es ebenfalls sehr, sehr warm ist, wenn man ein bisschen Abkühlung benötigt, dann kann man das sehr gut machen, indem man einfach Jetski fährt. Und Jetski, klar, da gab es damals Wave Race, im letzten Video hatte ich Splashdown empfohlen, diesmal möchte ich aber Aqua Moto Racing Utopia empfehlen. Ich hatte damals mal ein angezockt Video dazu gemacht, das möchte ich euch gerne hier oben verlinken, da könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr ein bisschen mehr zu dem Spiel sehen wollt. Es ist im Grunde, ja, ich habe damals gehofft, dass es ein kleines bisschen so ein ja, indirekter, spiritueller Wave Race Nachfolger wird. Es kam aber nicht so ganz an die Klasse von einem Wave Race damals ran oder auch ein Splashdown war ziemlich cool, weil die Mucke einfach mega gut war dabei. Dieses Ding hier ist aber einfach ein ganz normales Jetski-Rennspiel, wo wir auch so ein bisschen freie Fahrt haben und sowas oder ganz normale Rennen fahren können. Und das macht Spaß so. Es sieht ganz schön aus auf der Switch. Es ist jetzt natürlich kein Übertitel. Es ist jetzt nicht mega grandios oder so. Es ist so ein kleines Ding, was so ein bisschen unter dem Radar läuft, finde ich. Trotzdem hat mir dieses Spiel eine Menge Spaß damals gemacht. Und gerade im Handheld-Modus, wenn man irgendwie draußen im Garten sitzt oder irgendwo im Freibad oder sonst was und nimmt die Switch mit, kann man dann ein bisschen mit dem Jetski rumballern. Ist auch nicht so verkehrt. Deswegen Aquamoto Racing Utopia, wie gesagt, wer da ein bisschen mehr zu sehen möchte, könnt ihr gerne mal in das Video reinklicken von damals und euch das mal ein bisschen genauer angucken. Es ist gar nicht so mega teuer, also von daher macht ihr da, denke ich mal, auch nicht so allzu viel falsch mit, nicht wahr? Das nächste Spiel spiele ich momentan selber noch. Ich habe gerade eben ein bisschen weitergemacht, dachte mir aber gerade, oh komm, bevor das jetzt beendet ist, nehme eben das Video auf. Es ist ein Spiel für die PlayStation 5 und es ist ein ganz, ganz klassisches 3D-Jump'n'Run. Und zwar rede ich hier von K.O. the Kangaroo. K.O. the Kangaroo ist jetzt vor kurzem erst erschienen, ist also noch ein relativ aktueller Titel. Ganz klassisches 3D-Jump'n'Run. Wir spielen hier K.O. the Kangaroo, ist eine alte Serie von früher. Ich glaube, die hatten jetzt 20- oder 25-jähriges Jubiläum und deswegen haben sie einen neuen Ableger gemacht dazu. Es ist ein nettes Game. So, damit können wir das Ganze schon mal zusammenfassen. Wir spielen, wie gesagt, K.O., das Känguru, das sich auf eine Reise begibt mit seinem Meister zusammen, der ihn quasi in der Kampfkunst ausgebildet hat, um seine Schwester und seinen Vater wiederzufinden. Dadurch begeben wir uns auf eine Reise, wie gesagt, in verschiedene Gebiete. Wir durchlaufen am Anfang einen Dschungel. Wir sind auf einer Insel, wo wir halt auch leben am Anfang mit K.O. und seiner Familie, wo halt ganz viele Kängurus leben. Es gibt noch viele andere Sachen. Es ist nicht unfassbar groß, es ist nicht ja, mega lang, aber es hat mir doch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Es ist technisch nicht das beste Spiel, das auch direkt vorneweg. Also wenn es jetzt irgendwo zur Verfügung ist zu bestellen für 50 Euro zum normalen Preis, den ich bezahlt habe, dann lasst es vielleicht besser, wartet noch ein bisschen, das Ding wird bestimmt bald relativ günstig werden und dann kann man das für, sag mal, zwischen 20 und 30 Euro auf jeden Fall mal mitnehmen. Wir haben ganz coole Gameplay-Elemente drin, alles nichts Neues. Ne? Wir haben so Boxhandschuhe, die mit uns sprechen, die sind verzaubert und da können wir verschiedene
Fähigkeiten halt mit ausführen. Ne? Wir können halt boxen ganz normal, wir können die Dinger auf Feuer aufladen, wir können sie mit Eis aufladen, können dementsprechend verschiedene Sachen in der Welt freischalten, indem wir halt jetzt mit Eis arbeiten und Sachen einfrieren oder halt mit Feuer und sie dann schmelzen oder sowas. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz nett. Wie gesagt, es ist nichts Weltbewegendes, aber ich fand es ganz cool für zwischendurch. Es geht irgendwie 6 bis 7 Stunden. Der Humor ist ganz nett. Es gibt einige Anspielungen auf andere Videospielreihen. Auf Skyrim zum Beispiel gab es eine kleine Anspielung, fand ich ganz witzig. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Wie gesagt, ich hatte da bei mir auf dem Discord eine Stimme, die gesagt hat, ja, ich habe da so viele Bugs drin gehabt, das kann ich keinem empfehlen. Ohne die Bugs wäre es eine 6 von 10 und mit den Bugs dann nur eine 3 von 10. Ich habe bisher noch keine Bugs gehabt. Ich bin jetzt, wie gesagt, in der letzten Welt und bisher hatte ich da noch nicht groß irgendwas. Das Einzige, was mir hier und da aufgefallen ist, dass es immer mal wieder Stellen gibt, wo es einfach nicht so sauber programmiert ist. Wenn man zum Beispiel einen Boss besiegt oder eine Szene kommt mit einer Zwischensequenz, dann ist die Zwischensequenz irgendwie, ja, die kommt schon, bevor ich den letzten Schlag so richtig angesetzt habe bei dem Boss oder so. Und dann ist die Zwischensequenz zu Ende, der Boss ist schon längst weg und dann kommt erst noch das letzte Teil von diesem Kampf. Also das ist, wie gesagt, nicht so ganz sauber programmiert, meiner Meinung nach. Deswegen würde ich da auch noch ein bisschen warten, bevor ihr das Ding kauft. Aber es ist ein nettes Spiel. Das macht auf jeden Fall Spaß. Es gibt genug Abwechslung. Ne? Die Levels sind schön gestaltet. Es gibt nicht nur einfach stumpf 3D-Jump'n'Run-Passagen, wo man halt rumlaufen muss und springen muss. Und wie gesagt, so ein kleiner Rätsel-Plattformer-Dinger lösen muss. Sondern es gibt halt auch ganz viel Abwechslung in den Levels selber. Ne? Mal hauen wir vor irgendwas Großem ab. Mal gibt es Rutschpartien, da gibt es ganz coole Level. Einfach ganz viel verschiedene Sachen. Und dafür für so ein paar Stunden sich unterhalten zu lassen, ist K.O. the Kangaroo auf jeden Fall ein schönes Ding. Aber wie gesagt, wartet noch ein bisschen, bis der Preis ein bisschen gesunken ist. Und dann könnt ihr das auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Könnt ihr das auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Junge, gutes Deutsch von Yoda gelernt, ich habe. Das letzte Spiel, bevor ich hier gleich zerschmilze, reden wir da mal eben drüber und das hole ich jetzt erstmal aus meiner Box daraus. Das folgende Spiel ist tatsächlich auch das Spiel, was ich momentan auf der Nintendo Switch spiele, denn es ist auch relativ aktuell und von diesem Jahr und es ist Triangle Strategy. Jetzt fragt ihr euch, wie soll das denn in den Sommer passen? Warum hast du das denn ausgewählt? Das ist ein ganz einfacher Grund, denn dieses Spiel ist einfach, wenn man im Sommer da sitzt und es ist sowieso schon warm und man möchte jetzt nicht voll die Action haben, am besten noch, ne? Ich habe jetzt vor kurzem Titanfall 2 gespielt und da habe ich mit Kopfhörern hier gesessen. Man schwitzt sich einfach kaputt, aber man möchte es gerne mit Kopfhörern erleben. Man sitzt hier, man ist angespannt, weil das Gameplay actionreich ist und man aufpassen muss, dass man nicht erschossen wird oder sowas. Und all diese Sachen hat man hier nicht. Dieses Spiel ist ultra entschleunigt. Aus mehreren Gründen. Zum einen haben wir vom Gameplay her ein rundenbasiertes Strategie-Rollenspiel. Gameplay à la, manchmal verglichen mit Final Fantasy Tactics, kann ich nichts zu sagen, habe ich nie gespielt. Es erinnert mich auch so ein kleines bisschen an Fire Emblem. Aber es ist halt so ein Strategie-Rollenspiel-Ding. Ihr wisst, denke ich mal, ja, worauf das hinausführt. Das nächste, was halt der Fall ist, wir haben zwar ganz viele Gespräche und Zwischensequenzen und sonst irgendwas, aber nicht in Form von Videos, sondern einfach von Textboxen, die wir lesen. Ich meine, das ist klar, das ist die Nintendo Switch und das ist von Square Enix, das ist, ja, wie Octopath Traveler, da gab es auch jetzt nicht wirklich Zwischensequenzen oder so. Die sind hier halt in Form von Textboxen, beziehungsweise halt, man sieht immer das ganz normale Gameplay, das ganz normale Spielegrafik und dort hat man halt dann ganz, ganz, ganz viel zu lesen. Ich habe das gestern Abend weitergemacht. Ich denke, komm, spiel mal, zieh mal ein paar Stunden da rein, dass du da mal voran machst bei diesem Spiel, dass du da mal weiterkommst. Und hatte mir schön ein Getränk neben mich gestellt und habe dann halt ganz normal einen Kampf gemacht, der halt auch mal ein bisschen länger dauern kann. Ja, aber man hat halt keinen Zeitdruck, weil man immer rundenbasiert spielt. Man kann jederzeit kurz das Ding weglegen, den Controller oder die Switch und kann halt dann ein bisschen Pause machen oder so. Und in den Zwischensequenzen, wo halt dann gesprochen wird, wo die ganzen Gespräche stattfinden, davon gibt's, wie gesagt, eine ganze Menge, habe ich halt auf Automatik gestellt. Das heißt, das lief alles schön durch, konnte lesen, konnte nebenbei mein Getränk nehmen und konnte den Text in Ruhe lesen und der Geschichte folgen. Das heißt, man verpasst da nicht sonderlich viel. Ne? Wenn man also jetzt wirklich schon, keine Ahnung, verschwitzt ist, weil es einfach grundsätzlich schon warm ist und man einfach nur schön zum Sonnenschirm sitzen möchte oder in irgendeinem kühlen Raum mit einem kühlen Getränk oder sowas, dann nimmt man sich dieses Spiel, Triangle Strategy, folgt einfach dieser schönen Geschichte. Denn das ist auch der Hauptbestandteil dieses Spiels. Das Gameplay ist natürlich auch gut und auch wichtig und sowas, aber die Geschichte, die Story, die da erzählt wird, ist einfach grandios. Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, denn es ist eine sehr politische Story. Es geht da um einen Krieg. Wir spielen, das Ganze spielt in Glenbrook, in dem Königreich Glenbrook. Und das, ein Salz
Förderabkommen, so heißt es, Salzförderabkommen geschlossen. Ja, aber wie es immer so ist, ne, wenn verschiedene Fraktionen sich da zusammenschließen, eine fängt immer an und hintergeht die andere und so ist das hier auch in diesem Fall. Ja, darauf baut dann diese ganze Geschichte auf einem Krieg in diesem Land und es gibt aber die einzelnen Charaktere, die auch dann Gespräche führen, erkennst du. Das ist dieses Standard-Rollenspiel-Gameplay oder diese Rollenspiel-Geschichtserzähl-Methodik, die man da mittlerweile hat, dass halt einfache Charaktere immer untereinander vorgestellt werden. Die erleben da auch kleine Nebenbei-Stories, die man so mitbekommt und die man sich anhören kann. Nicht immer muss, aber ich mache das, weil es einfach mega interessant ist und auch sehr schön erzählt ist. Und deswegen ist das Ding für mich einfach für den Sommer perfekt geeignet. Klar, von der Stimmung her könnte man es auch schön im Herbst oder so spielen, ist ganz logisch, oder im Winter, wenn es draußen schneit. Aber so von der vom entschleunigten Gameplay her und sowas, finde ich, passt das auch sehr gut in den Sommer, weil man einfach keinen Stress hat. Ja, deswegen, Triangle Strategy auf jeden Fall eine Empfehlung. Hätte ich anfangs, als ich damit angefangen hatte, damals im Stream, habe ich da gar nicht mit gerechnet, dass mich das doch so packen wird und jetzt doch so begeistert. Ich habe jetzt fast 15, 16 Stunden im Spiel verbracht und ja, es ist schon echt, echt gut, muss man sagen. Jawohl, wunderbar. Das waren meine 5 Spiele, die ihr jetzt in den heißen Tagen spielen könnt. Natürlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Spiele da draußen, die wirklich gut in den Sommer passen. Ich habe ja auch immer so meine Spiele, die ich gerne zum Winter hin spiele, die ich gerne an Weihnachten spiele. Da mache ich auch immer Videos zu. Und so meine Weihnachtsspiele für das Jahr sowieso. Und ich dachte mir, komm, für den Sommer gibt es auch genug Spiele, die man spielen kann. Und ja, ich denke mal, da habt ihr jetzt eine ganz nette Auswahl beisammen. Jawohl. Schreibt mir aber gerne eure Spiele, die ihr im Sommer gerne spielt. Na, da gibt es ja vielleicht so Dauerbrenner, die man immer reinschmeißt. Keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so gerne spielt im Sommer. Habt ihr noch andere Empfehlungen? Und was haltet ihr von meiner kleinen Auswahl hier mit meiner Begründung, warum die gut in den Sommer passen? Wobei natürlich dann im Grunde jedes Spiel fast reinpasst. Egal. Ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.